Abgeordnete der Piratenpartei aus dem Senat Berlin sind heute in Dresden. Warum? Ich bin hier, um als Legislative die Exekutive zu kontrollieren, um die Dresdner und sächsischen Verhältnisse hautnah kennenzulernen. Wir hatten jetzt eine Überwachungsanlage, von der die Polizei behauptet, dass sie nicht überträgt und nicht aufzeichnet. Und wir prüfen das gerade. Wir werden weiter den ganzen Protest begleiten und zusehen. Abgesehen davon ist es natürlich auch interessant, Betroffener der Funkzellenabfrage oder der sogenannten Handy-Rasterfahndung zu werden. Vielleicht kann man da auf rechtlichen Wege noch etwas erreichen.